Besinnliche Adventsstimmung in Altendorf bei der Kurvenwirtin. Der Fanclub lud wie jedes Jahr zu Punsch, Glühwein, Weihnachtsbäckerei und Brötchen ein. Die Wirtin Anna in ihrem Element. Es ist Adventbeginn, eine sicherlich besinnliche Zeit, die hier beginnt. Und nebenbei bemerkt noch, wie Sie hier selbst sehen, Bombenstimmung bei einer Wirtin, so wie es heute Anna ist, die freundlich ist, herzlich ist, da kommt man immer gern her. Nicht nur in ihr Gasthaus, sondern auch natürlich zu ihrer Punschhütte natürlich. Ne? Die vielen Gäste genossen die Adventsstimmung und den herrlichen selbstgemachten Punsch der Wirtin. Was bedeutet für Sie persönlich die Adventszeit oder wie feiern Sie den Advent? Ja, man sollte meinen, es ist eine besinnliche Zeit. Ist aber nur mehr Gerede an und für sich. Man versucht zwar, die Hektik abzulegen, aber in Wirklichkeit ist es ja der Stress ja größer als während der anderen, sagen wir mal, 11 Monate. Leider Gottes, die echt besinnliche Zeit beginnt, ich sage es ehrlich, für mich am 24. Dezember ab Nachmittag, würde ich sagen. Auch die Prominenz schaut immer wieder gerne vorbei in Altendorf. Also es ist der erste Advent für mich, der erste Adventbesuch in dieser Saison. Und es ist einer der wichtigsten, weil ich in Altendorf eigentlich diese Atmosphäre sehr schätze, diese Leute hier, die wirklich noch bodenständig sind und die hier zum Ort halten und eigentlich die Tradition so wirklich noch authent aufrechterhalten. Und das gefällt mir wahnsinnig gut, muss ich sagen. Es gibt ja wahnsinnig viele Punschstandl und so. Manche sagen das Punschstandl, die Punschstandl-Saison. Es ist eigentlich Advent und das spürt man in Altendorf schon, dass da noch ein bisschen was anderes auch mitschwingt. Für mich ist Advent schon eine Feier, eine Zeit, wo man schon besinnlich sein soll. Ich habe Familie, ich habe Frau, ich habe Kinder. Wir feiern den Advent doch sehr traditionell. Wir glauben auch an das ganze Weihnachtliche, an die Weihnachtssaison und wir leben das mit. Natürlich ist im Laufe der Zeit natürlich das ein bisschen verwässert worden, aber es ist, glaube ich, es gehört zur Zeit dazu, dass man auch ein bisschen an Spaß im Advent hat. Wenn auch Sie bei der Kurvenwirtin vorbeischauen wollen, haben Sie am 16. Dezember die letzte Gelegenheit, einen Punsch, Glühwein und die herrliche Weihnachtsbäckerei zu probieren.